Vom 16. Oktober 2017. Krieg mit Kurden, droht ein neuer Konflikt zwischen irakischer Armee und den Helden, die nicht feige vor dem IS zurückgewichen sind. Beide mit modernen amerikanischen Waffen und deutschen Waffen. Geht es da um das Öl von Kirkuk? Ende der Linken. Österreich hat entschieden. Klare Gewinner sind ÖVP, FPÖ. SPÖ bleibt in etwa gleich, aber die Grünen verlieren über 8% und fliegen aus dem Nationalrat. Das Aus für Van der Bellens Willkommensschwachsinn. Die Umweltpartei und böse Fremde sollten die Warnung in ganz Europa klar verstehen. Sturm über Großbritannien. Uns bringt Ophelia den Sommer Mitte Oktober. Für Irland und Großbritannien könnte es richtig gefährlich werden. Man rechnet mit Windgeschwindigkeit in Autobahnrichtgeschwindigkeit, mit Regen, abgedeckten Dächern und Kreuzfahrten gefährlich. Ja, aber das ist mehr oder weniger das normale Lebensrisiko. Ein Mädchen stürzte an einer Treppe 6 bis 15 Meter in die Tiefe und verstarb. Die ganze Fahrt war kein Problem, doch der Unfall schon im Hafen von Miami. Einfach Pech. Franzosen schieben ab. Zumindest bei Straftätern will der neue französische Präsident jetzt gnadenlos durchgreifen. Wegen Fehlern wurden auch hohe Beamte bestraft. Doch solange man den Islam in den Arsch kriecht, wird Europa verlieren. SPD siegt im Norden. Niedersachsen ist ungewöhnlich. Die Sozialdemokraten 36% und Christdemokraten 33% sind noch echte Volksparteien. Grüne 8,7, FDP 7,5 und AfD nur 6,2. Linke sind draußen. Eine Menge Koalitionen sind theoretisch denkbar. Ampel, GroKo, Jamaika. Bald ohne Frauen. Vertreiben dumme Araber diese aus den Diskos. In Essen kam es wieder zu Belästigung, Grapschen an das Gesäß und 6 Männer gegen 2 Frauen. Festnahmen durch die Polizei. Wer wird zuerst gehen? Die ungeliebten Gäste oder unsere Lebensart? 112 Jahre alter Mann. In Havelberg konnte der älteste Mann Deutschlands seinen Geburtstag feiern. Zu jung für den Ersten Weltkrieg, zu alt für den Zweiten. Er lebt relativ gesund noch in seiner eigenen Wohnung, bekommt das Mittagessen gebracht und schaut am Abend am liebsten Fußball. Nahverkehr teurer. Eigentlich sollte man die Öffentlichen attraktiver machen, doch die Preise steigen teilweise um 2%. Wann wird dieser endlich kostenlos und werbefinanziert? Passend zum Standort, Tageszeit, passende Videos, Bilder, Textanzeigen auf Bildschirmen oder auch Durchsagen. Aber die Umweltpartei kümmert sich auch lieber um den Irrweg Fahrräder. Klammer, demografische Entwicklung. Zukunft in Schalke. Leon Goretzka siegte erneut mit seinen Knappen. 0 zu 2 bei der Hertha in Berlin. Doch wo will er nächsten Saison spielen? Der Vertrag läuft aus. Angebote sind da. Er könnte warten bis zur WM, in Russland seinen Marktwert nochmal steigern. Oder bei einer Verletzung ist er zu jung für einen Wechsel, aber offenbar will er sich seine Zukunft weiterhin sehr genau überlegen.